Und damit herzlich willkommen nach langer Zeit wieder mal ein Video auf YouTube von mir. Denn das neue Update ist draußen. New England Mountains von der Hunter Call of the Wild. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Es gibt natürlich, ihr habt es alle erfahren, keine neuen Tiere auf der Map. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie gut wird die Map wirklich. Und was ist alles drin in diesem 22 GB Update? Krass. Vielleicht wurde auch ein bisschen, ja, ein paar Bugs reingeupdatet. Wir müssen mal gucken, aber ich denke mal nicht. Bei Call of the Wild war es eigentlich bis jetzt immer sehr bugfrei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und let's go. Naja, also die haben halt gesagt, also diese Map jetzt selber, New England, hat keine neuen Tiere. Aber die anderen Maps haben jeweils ein bis zwei, glaube ich, oder ein Tier dazu bekommen. So, ich guck mal. Boah, ich habe wieder eine frische, geile Map zum Erkunden. Geil. Boah, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Gefühlt ist es heute ein bisschen laggy. Aber es kann auch sein, dass ich, weil ich frisch auf der Map bin und der erstmal so ein bisschen nachrendert hier und so. Gefühlt ist es ein bisschen laggy. Und ich habe auch nur eine Schrot dabei. Weil ich so ein bisschen an einem Video gerade arbeite, wo ich mit Schrot auf Füchse schieße. Weil sich das jemand gewünscht hat. Das ist übrigens der größte Abfuck, den es gibt. Macht das nicht. Schießt nicht mit Schrot auf Füchse. Ey. Ich habe keine Flintenpunkte und muss kann halt kein Visier dran schrauben an das Ding. Muss da wirklich 50 Meter, 25 Meter ran. An Füchse. Das ist wie mit einem Holzbogen Füchse zu schießen. Auch fast unmöglich. Ich gucke mir natürlich hier mal ein paar Schwarzbären. Ja, ach so, ja genau. Schwarzbären gibt es ja auch. Also Great One Gefahr ist ja auch sehr, sehr hoch. Ne? Also Weißwedel, der neue Elch, Schwarzbär. Ist das eine neue Form, wie man einen Waschbären auf so einem Schild tut, ausgestopftes Tier? Ist cool. Das sieht so aus, als ob der da hochklettert und gerade so erwischt wird dabei. Also ich finde es bis jetzt, finde ich die, also so vom Setting her würde ich sagen, ich bin gerade in Hirschfällen unterwegs. Ja, ich weiß nicht, was ich da getroffen habe. Ich habe, glaube ich, zu tief gezielt für einen Herztreffer und hatte auf 180 Meter und 150 Meter Schuss versucht. Also doppelt Drop. Okay, da vorne liegt er. Hast du Glück gehabt, Fuchs? Ja, Silber. Oh, man hat keinen Hintergrund mehr. Also keinen transparenten Hintergrund. Ich habe den nächsten Warnhof vom Fuchs. Toll. Der wäre eigentlich Gold gewesen. Lol. Ein goldenes Weibchen. Habe ich reingetroffen? Direkt so in die... in den Ellenbogen. Schade. Ach so. Annehmen, Enter. Die Beute wurde nicht ausgestopft oder aufbewahrt. Die neuesten nicht aufbewahrt, aber kannst du später. Okay. Diggi. Das ist ja cool. Die untersuchen. Ja, das haben die sich bei Way of the Hunter abgeguckt, oder? Also bei Way of the Hunter gibt es ja das auch seit neuestem. Untersuchen. Das heißt da, glaube ich, genau so. Aber auf jeden Fall ein silbernes Weibchen, 3,59. Mal sehen, ob ich drauf gehe. Das ist jetzt der erste Test, ob die Dinger wirklich aggressiv sind. Das ist neu. Dieser Sound ist neu.
zweimal tödlich getroffen. Ja, Digga, ich wollte es gerade sagen, ne? Ich habe dir gar keine Chance gelassen, aggro zu werden. Okay. Schöner, güldener Ich. Er sieht wirklich top aus. Erster Schuss, Lungenflügel, zweiter Schuss, Doppellunge. Schönes Ding. Aber was ich jetzt nicht so mag, ist, dass man den jetzt so auch so drehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass der auch so kippen kann. 215,5. Ja. Guter Vierer Elch. Sag ich mal. Top. Kommt natürlich wie immer in den Discord, falls ihr euch die Abschlüsse aus den Streams oder den Videos nochmal anschauen wollt. Der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Und in meinem Discord findet ihr einen Channel, der nennt sich Erlegtes. Da poste ich die ganzen Abschlüsse aus den Videos und den Streams rein. Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschlüsse präsentieren. Aus The Hunter, aus dem alten The Hunter, aus Way of the Hunter, egal. Und ja, ich freue mich auf euch. Viel Spaß. Gibt es eigentlich auch Leute, die so dachten, oh cool, eine neue Call of the Wild Map, New England, endlich wieder Europa. Also, ey, ich kann mir schon vorstellen, dass es so Leute gibt, die so denken. Ja. Nee, ist leider auch Amerika. Also was heißt leider? Ja klar, ich hätte mich natürlich auch so ein bisschen mehr hätte ich mich über eine Map tatsächlich in Großbritannien gefreut. Weil man da so viel auch mit Burgruinen machen kann und so. Das ist schon ein bisschen, das hat so Game of Thrones Vibes, ne? Aber nee, in Neuengland ist Amerika. Also könnte natürlich aber auch in England sein, weiß ich nicht. Okay, okay. Tatsächlich getroffen. Und tatsächlich gut getroffen. Schauen wir uns an, das Bärenweibchen. Silbernes Weibchen. Oh ja. Leider nur die Leber getroffen. Aber trotzdem lebenswichtiges Organ verletzt. Schönes Ding. Schönes Ding. Habe ich zwar wahrscheinlich alles am See verjagt, aber ein silbernes Weibchen. Leider nur Weibchen. Naja, okay. Aber dafür schön Doppellunge, schön vorgezielt, schön getroffen, schöner Schuss. Und Peng. Hier war noch mehr. Schade, aber was einmal da war, wird wiederkommen. zumindest einmal noch. Deswegen warte ich, glaube ich, hier. Schöner silberner Bursche. Schön Doppellunge. Dachte eigentlich Herz. Naja, okay. Doppellunge. 169,5. Es war kurz laggy, aber er liegt. Okay. Puh. Herztreffer. Ja, sehr gut. Gerade noch so angerissen. 187,4. Schön. Ein Stein. Wie viele Steine ich heute schon wieder verdächtigt habe, dass es Tiere sein können. Was ist mit dir? Wie? Alles okay?
Soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Ich helfe doch gern. Kein Problem. Du brauchst dich nicht so überschwänglich zu bedanken. Was ist das denn? Was zur Hölle ist das denn? Was ist das denn? Das ist ein Hase, glaube ich, ne? Was? Hä? Warum ist das um mich? Hä? Hä? Das sah aus wie irgendwie so ein Frettchen oder sowas. Ich hätte gerade Angst um meine Füße. Warum haben die so kleine Ohren? Warum sehen die so hässlich aus? Oder? Also irgendwie, also das ist die perfekte Mischung aus süß und hässlich. Keine Ahnung, was die sein wollen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich ja einen Elch gerettet. Bin der große Elchretter. Aus seiner misslichen Lage. 179,4. Da kam er leider nicht alleine raus. Gold Elch 214. Aufmerksam ist er. Okay. Gut, Diggi. Ah, es sah gut aus. Es sah gut aus, aber er ist noch ein bisschen. Er ist noch ein paar Meter gegangen. Ja, sie ist alleine. Habe ich mir schon fast gedacht, dass die nur zu zweit waren. Nee, doch. Einmal alles sogar. Doppellunge Herz. Und er ist trotzdem noch. Also den Metabolismus haben die auf jeden Fall hochgefahren. Er ist trotzdem noch so ein Stück gerammt. Weggehüpft. Obwohl Doppellunge Herz ist eigentlich so der kritischste Treffer, den man abgeben kann. Auf jeden Fall wollte er gerade hier runterkommen. Das kann sein, dass wir gerade erst frisch in der Trinkzeit Elche sind. Ein goldener Elch, 196,2. Schön. So kam er den Berg runter. Und bam, Doppellunge. Wie, was, wo? Hör auf. Doch gut getroffen, Diggi. Doch nicht ins Herz. Doch nur Single-Lunge. 158,39 Silber. Schön. Das war der Baum. Das war der Baum. Ich hab's beim Schießen, hab ich's gesehen. Voll in den Baum geschossen. Ins Wasser gefallen und gestorben. Aber mir ist es jetzt auch schon aufgefallen. Egal, ob du die ins Herz triffst oder nicht, die rennen noch mal so ein kleines Stück. So einen kleinen Meter rennen die. Warum? War doch vorher alles cool. War doch vorher alles cool. Einfach mit's Gesicht in den Boden einrasten und ist gut. 155,5 silberner Elchmännchen. So, meine lieben Freunde, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge The Hunter Call of the Wild mit der neuen Map New England. Für alle, die das noch nicht kapiert haben, nein, es ist nicht in Großbritannien. Nein, es ist in Amerika. Und zwar Nordamerika. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich persönlich, was ich bis jetzt gesehen habe aus dem Norden der Map, würde sagen, das ist jetzt nicht die leichteste, aber auch nicht die schwierigste Map. Gerade auch von der Tierdichte her war es wirklich gut. Nicht sehr gut, aber gut. Einige Elche gesehen, paar Goldelche dabei. Fand ich wirklich eine sehr, sehr gute erste Runde.
Und würde natürlich auch gern eure Meinung wissen. Was sagt ihr über die neue Map? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Ciao.